Hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es darum, wie du die Entgiftungsfähigkeit deines Körpers genetisch festlegen und bestimmen kannst. Ja, es ist so, dass ich immer öfter gefragt werde, was kann ich denn machen, um herauszufinden, ob ich oder ob mein Kind gut entgiften kann. Und da gibt es die Variante der genetischen Testung. Also die Entgiftungsfähigkeit unseres Körpers, gerade für Schwermetalle oder andere Leichtmetalle oder sonstige Gifte, hängt sehr stark davon ab, wie gut die verschiedenen Entgiftungsphasen in der Leber funktionieren, beziehungsweise wie gut die intrazelluläre Entgiftungsmöglichkeit funktioniert. Wir haben ja zwei starke Entgiftungsphasen in der Leber, ja, Phase 1 und Phase 2. Die Phase 1 ist vor allen Dingen abhängig von dem Zytochrom P450. Die Phase 2 ist dann abhängig von anderen Proteinen, wie zum Beispiel Glutathion oder Cystein oder anderen Stoffen, die ganz einfach dann die Gifte binden. Phase 1 ist die Phase, wo die Gifte radikalisiert werden und quasi wasserlöslich gemacht werden oder bindungsfähig gemacht werden. Und in der Phase 2 werden sie dann gebunden und dann wird es aus der Leber ausgeschieden, entweder in den Urinkreislauf oder in den Stuhlkreislauf. Und es ist eben das Ziel der Sache, die Gifte möglichst unschädlich zu machen, aber transportabel zu machen. Alles schön und gut. Ihr wisst, die Entgiftung hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Ja, genug Nährstoffe im Körper, genug Wasser im Körper, gute Lymphflüssigkeit, gute Bindemittel, die die Gifte binden, Mittel, die Gifte mobilisieren können. Aber das spielt jetzt nicht die Rolle, denn man muss ganz ehrlich und ganz klar sagen, wenn eine genetische Schwierigkeit vorliegt, gut zu entgiften, dann kann es sein, dass jegliche Entgiftungsbemühungen einfach scheitern bzw. viel, viel länger dauern und viel langsamer gehen oder man besondere andere Interventionen braucht, um die Gifte wirklich aus dem Körper herauszubringen. Wie kann ich das machen? Nun, es ist so, die Möglichkeit der genetischen Testung bietet sich in verschiedenen Laboren. Wir haben deutsche Labore, es gibt internationale Labore und es gibt so eine Möglichkeit, relativ günstig an diese Ergebnisse ranzukommen, weil solche Gentests sind natürlich meistens relativ teuer. Und eine günstige Möglichkeit bietet sich über eine Laborkombination, die man nutzen kann, und das ist in Amerika. Das heißt, ihr müsstet in Amerika einen Gentest bestellen. Ich zeige euch gleich genau, wie das geht, beziehungsweise wo das geht. Und diese Daten, die ihr dann dort bekommt, zur Auswertung in ein anderes Labor geben und dort werden die Daten dann genutzt. Okay, aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal genauer an. Hier sind wir auf der Homepage von dem Labor, von dem ich spreche. Das ist 23andme.com und dann ist aber wichtig /en-int/, wenn ihr aus Deutschland bestellt. Ansonsten habt ihr Schwierigkeiten und müsst euch erst durch den Einkaufswagen frickeln mit dem Land, was man angeben kann. Das kann ein wenig tricky sein, aber wenn ihr das hier direkt so eingebt, seid ihr auf der richtigen Seite, wo ihr für den deutschen Markt dann auch so ein Ding kaufen könnt. Okay, und dann ist das, was ihr braucht, ist dieser Test hier für die $99. Es gibt, glaube ich, auch andere Tests, die man da machen könnte, aber die braucht ihr nicht, sondern nur diesen. Lasst euch nicht verwirren. In diesem Test hier heißt es jetzt, find out what your DNA says about you and your family. Es geht bei diesem Test, der große Aufhänger von dieser Firma ist, dass man versucht, die Ahnen festzustellen, Verwandtschaften festzustellen, zufällige Verwandte zu finden, mit denen man im ersten, zweiten, dritten Grad verwandt ist, zu schauen, wie viel von deinen Genanteilen ist irgendwie afrikanisch, wie viel ist europäisch, wie viel ist chinesisch. Wie viel ist Neandertaler? Das kann man alles mit dieser Testmethode herausfinden. Das ist interessant und nett und das könnt ihr natürlich auch nutzen, aber darum machen wir das ja nicht. Es geht ja um die Entgiftungsfähigkeit. Aber das ist eben der Grund, warum wir das mit 23andMe machen. Es ist günstig, es kostet diese $99 plus circa $26 Versandkosten und billiger kommt man an die Daten eigentlich gar nicht ran. Und darum geht es nämlich, um die Daten. Das heißt, ihr bekommt von 23andMe die Möglichkeit, dann in eurem eigenen Portal die Daten runterzuladen. Also ihr kriegt die Auswertung von denen. Das ist, wie gesagt, witzig, am Kaffeetisch anzuschauen, wo man so herkommt. Aber wichtig ist eben das Datenpaket, das man runterladen kann. Und deswegen machen wir das mit 23andMe. Gut, wenn ihr das habt, das Ganze funktioniert so, ihr kriegt dort von denen ein Testkit geschenkt. Das sieht so aus wie die Box, die ihr da jetzt sehen könnt. Und dieses Testkit ist,
ist so aufgebaut, da ist so ein Röhrchen drin für Speichel. Also ihr müsst Speichel sammeln, eine gewisse Menge, ist dann da genau angegeben, wie viel. Und das wird dann gesammelt, ne, zugemacht und zurückgeschickt. Ich glaube, das ist sogar schon frankiert. Man braucht das dann nicht mehr noch frankieren. Und dann geht es wieder zurück ins Labor USA. Je nachdem, wie stark der Andrang ist, umso schneller habt ihr oder weniger schnell habt ihr die Ergebnisse. Manchmal dauert es teilweise 4 bis 6 Wochen. Ich glaube, sogar 8 Wochen habe ich schon mal darauf gewartet, dass man diese Ergebnisse bekommt. Ihr werdet aber informiert im Grunde über jeden Schritt per E-Mail. Und das ist klasse. Das funktioniert einwandfrei. Auch wenn die Sachen fertig sind, kriegt ihr dann eine E-Mail. Könnt das Ganze dann eben im Portal anschauen und runterladen. Das Ganze ist soweit sicher und datengeschützt und da müsst ihr keine Sorge haben. Okay, wenn ihr dann diese Daten habt, da geht es ja darum, dass man jetzt ja wissen will, wie ist denn die Entgiftungsfähigkeit und das erklärt euch 2-3-Amin nicht. Die geben euch nur die Rohdaten. Um die Rohdaten auszuwerten, braucht man jetzt noch ein zweites Labor oder ein zweites Analyse-Tool. Und das findet ihr auf der Seite geneticgenie.org. Geneticgenie.org ist gemacht worden, eben um Gendaten, Rohdaten auszuwerten in Bezug auf die Entgiftungsfähigkeit. Und ihr habt hier ziemlich elegant die Möglichkeit, Download Raw Data from your Provider, 2-3-Me oder irgendwelche anderen Dinger. Das heißt, ihr könnt hier quasi ganz elegant die Daten von 2-3-Me importieren zu Genetic Genie. Da müsst ihr euch dann einfach mal durchklicken und euch durchführen. Und bei Genetic Genie kriegt ihr dann die Auswertung. Das ist kostenlos bei denen. Man kann denen was spenden, wenn man will, aber also grundsätzlich ist der Service kostenlos. Und das ist natürlich großartig, wenn man das so nutzen kann. Genau. Wenn ihr dann die Daten habt, sieht das Ganze ungefähr so aus. Das ist jetzt so eine Auswertung von Genetic Genie. Und ihr seht hier viele, viele kryptische Zeichen. Das sind die ganzen testbaren Gene und ihre Variationen. Also CIP ist das Zytochrom P und das ist eben das Hauptding für die erste Entgiftungsphase in der Leber. Hier sind aber auch noch andere Dinger drin, SOD, die Glutathion, S-Transferase-Gene, also unterschiedliche Gentypen, die alle mit der Entgiftung zu tun haben. Die Erklärungen dazu kriegt man teilweise von Genetic Genie und teilweise muss man sich die dann im Internet zusammensammeln, was das jetzt heißt und was nicht. Das ist natürlich nicht immer ganz so klar. Es gibt auch noch viele Gene, die nicht so stark untersucht sind. Manche sind sehr stark untersucht. Das kommt immer ganz darauf an, von der Relevanz her. Aber was ihr hier seht, wenn ihr diese Auswertung hier von dem Probanden anschaut, es gibt hier grüne Felder, es gibt gelbe Felder und es gibt rote Felder. Und rot bedeutet quasi, dass an dieser Stelle das Gen auf beiden Seiten defekt ist. Wenn es ein gelbes Feld ist, dann ist das Gen nur auf einer Seite defekt und auf der anderen geht's. Und grün heißt, auf beiden Seiten ist das Gen in Ordnung. Das heißt, übersetzt, ihr habt ja, wenn ihr euch so ein Genom anschaut, habt ihr eine Seite von der Mutter und eine Seite von dem Vater und das wird dann so zusammengepuzzelt und dann ist das quasi euer neues Gen. Und dieses Gen kann eben auf einer Seite, zum Beispiel auf der väterlichen Seite, kann es einen Defekt haben, auf der mütterlichen Seite ist kein Defekt. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie geht der Körper damit um? Normalerweise weicht er immer auf die Seite aus, die in Ordnung ist. Es kann aber sein, aufgrund von bestimmten Problemen im Körper, epigenetischen Themen, manchmal diese ungelösten seelischen Konflikte oder familiensystemische Konflikte, dass eine Seite blockiert ist. Na, wenn er zum Beispiel einen Konflikt hat mit der Mutter, dann kann es sein, dass die gute Seite nicht abgelesen wird, sondern die schlechte Seite vom Vater und da ist dann der Defekt und dann gibt es eine Entgiftungsstörung. Das ist auch der Grund, warum bestimmte mentale, psychische Interventionen, wie jetzt die Psychokinesiologie oder die familiensystemische Arbeit, warum die es schaffen können, teilweise eine körperliche Gesundheit wiederherzustellen. Ja, wenn dann solche Hintergründe da sind, dann erklärt das sehr, sehr gut, warum das so wirkt. Aber nur, dass ihr das einmal hier gehört und gesehen habt, das ist die erste Auswertung. Die zweite Auswertung, es gibt meistens zwei, da geht es um die Methylierung der Zellen, also diese ganzen MTHFR-Werte, aber auch noch andere zugehörige Werte. Noch hier seht ihr dann die verschiedenen Ausprägungen und hier gibt es dann auch dazu am Ende eine Erklärung, eine Erläuterung, wie das Ganze zu lesen, zu verstehen ist. Dadurch, dass das Ganze aus den Staaten kommt, ist halt alles in Englisch, aber ihr habt mittlerweile ja die Möglichkeit, sowas leicht zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ihr könnt diese Texte, ja, wenn ihr bei DeepL.com euch einloggt, ja, das heißt DeepL.com. Und wenn ihr dann diesen Text hier, ich nehme jetzt einfach wahlweise irgendeinen, kopiert
und bei DeepL.com einfügt, erkennt das Ganze normalerweise die Sprache, übersetzt nach Deutsch und dann habt ihr hier die deutsche Übersetzung. Das kann natürlich mal hakelig sein, aber es reicht, wenn man jetzt überhaupt kein Englisch kann, um einigermaßen zu verstehen, was denn dieser Text euch sagen will. So könnt ihr mit allen fremdsprachlichen Texten umgehen, auch mit den medizinischen. Ja, das ist die Möglichkeit, um die Gene zu testen. Das ist die Möglichkeit, um festzustellen, ob die Entgiftungsfähigkeit funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn Genetic Genie arbeitet, geht es darum, dass ihr hier oben bei Genomic Panels, da gibt es Methylation Panel und Detox Panel. Die beiden sind wichtig für die Entgiftungsfaktoren. Ihr habt auch noch diesen GeneView, da kann man noch andere assoziierte Neigungen zu Erkrankungen anschauen, aber da ist eben auch wichtig, das heißt nicht, dass ihr das unter Garantie habt. Das heißt, es könnte sein, es besteht eine Disposition, das, also da jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen. Aber die hier sind wichtig. Also wenn ihr beim Methylation Panel, wenn ihr da draufklickt, als Beispiel, dann geht es hier darum, dass ihr das File, das ihr habt, quasi hochladet. Also ihr müsst es einmal suchen auf eurer Festplatte unter Browse und dann unter Upload und dann kommt eine Auswertung, so wie ihr die gerade schon gesehen habt und oder noch seht. Und diese Auswertung ist die, die ihr dann per PDF runterladen könnt. Okay, soweit der Ablauf bei Genetic Genie. Das hilft euch natürlich, um herauszufinden, wie gut euer Körper entgiften kann. Beispiel, wenn ihr überlegt, einen Zahnersatz zu machen, der irgendwie mit Quecksilber ist, was man sowieso nicht machen sollte, dann ist es natürlich so, wenn ihr da irgendwelche Entgiftungsstörungen habt, solltet ihr sowas auf jeden Fall nicht machen. Ihr solltet euch niemals konfrontieren, von außen bewusst, mit Schwermetallen, wenn ihr eine Entgiftungsstörung habt. Das gilt dann auch fürs Rauchen. Das gilt für bestimmte Medikamente, wo Aluminium oder Titan oder andere Dinge drin sind. Das gilt fürs Impfen, wo einfach Zusatzstoffe drin sind, die als Wirkverstärker wirken, wie Methylquecksilber oder Aluminium. Das heißt, all diese Faktoren spielen eine Rolle. Und all diese Faktoren können die Entgiftungsfähigkeit stören. Und die Folge ist dann, wenn man nicht entgiften kann, dass sich diese Gifte toxisch im Körper ansammeln, in der Leber, aber auch im Bindegewebe und vor allen Dingen im Nervensystem und im Gehirn. Und es kann dann als Folge gerade bei Kindern sein, dass Kinder dann plötzlich reagieren nach einer bestimmten Zufuhr von Toxinen und es dann zu irgendwelchen Symptomen kommt, wie Hauterkrankungen, Immunstörungen oder irgendwelche Symptome aus dem autistischen Formenkreis, der angefangen von ADS, ADHS bis zum Vollautismus. Das kann also dann als Grundfaktor mitschwingen. Das heißt, es macht immer Sinn, wenn ihr vorhabt, euer Kind in irgendeiner Form mit diesen Metallen zu konfrontieren, dass ihr vorher testet, ob es genetisch entgiften kann oder nicht. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Nutzt es fleißig. Wir werden auch die entsprechenden Dinger hier unten verlinken. Und besucht uns gerne auf unserer Website, tragt euch ein für unseren Health Report, kommt auf unseren Instagram-Account, da haben wir nochmal ganz coole Sachen über uns selbst und über uns als Family, wie wir damit leben mit den ganzen Informationen. Und auf Facebook könnt ihr uns folgen. Ich freue mich in meinem Namen und im Namen der ganzen Praxis-Family. Ciao, macht's gut.